arbeitsfreie Sonntag, da vor allen Dingen natürlich die verkaufsoffenen Sonntage, aber auch der Ladenschluss. Wie stehen Sie dazu? Es ist so, dass es bestimmte Bereiche gibt im Arbeitsleben, da muss Sonntag gearbeitet werden. Ich denke zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Krankenhaus, da geht es einfach nicht anders. In anderen Bereichen ist es möglich, den Sonntag frei zu halten. Frei für Familien, frei für Freizeit, natürlich auch frei für kirchliche Betätigung. Und ich meine, dass wir genug in der Woche unter Druck stehen und Last haben. Und deswegen sollte man den Sonntag, wo es irgendwie geht, frei halten. Dankeschön. Erste Frage, erster Themenbereich ist der Bereich verkaufsoffene Sonntage und Ladenöffnungsgesetz. Wir sind für die Beibehaltung bzw. für die Reduzierung. Wie sehen Sie das? Also wir sind für die Beibehaltung des jetzigen Status quo. Wir wollen weder die Ladenschlusszeiten ausweiten, noch wollen wir die verkaufsoffenen Sonntage ausweiten. Ich bin allerdings der Ansicht, dass wir den jetzigen Status quo erhalten sollten, weil er eben in all den Kommunen auch entsprechend an Traditionsfeste angegliedert sind. Ich sage nur in Fürth, traditionell Fürther Kirchweih. Und diese Möglichkeit der Kommunen, ganz speziell auch was für ihren Einzelhandel vor Ort zu tun, das wollen wir in der Abwägung auch so belassen. Weil wir müssen auch immer sehen, dass heute die Konkurrenz sozusagen 24 Stunden geöffnet hat und im Internet sitzt. Und deshalb sagen wir Nein zur Ausweitung, aber erhalte Status quo. Frau Bielefeld, danke schön, dass Sie uns für ein kurzes Gespräch zur Verfügung stehen. Ein wichtiges Thema, vielleicht sogar das wichtigste Thema für uns, ist das Thema Sonntag und Ladenschluss. Wie stehen Sie denn zu diesem Thema? Also ich habe gerade Ihren Sonntagskontrakt unterschrieben. Uneingeschränkte Zustimmung. Ich sage Finger weg von Ladenschlussgesetzen. Wir haben ausreichend Öffnungszeiten und es geht darum, dass man Menschen auch die Möglichkeit geben muss, Zeit zu haben für einen freien Sonntag, für Familie. Es geht nicht nur immer um Konsum und der wirtschaftliche Aspekt zieht auch gar nicht, weil es ist nicht mehr Geld da, was man ausgeben kann, sondern es verlagert sich nur und es geht zu Lasten vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ganz, ganz wichtiges Thema für uns bei der Landtagswahl in Bayern ist das Thema Sonntag, ist das Thema arbeitsfreier Sonntag, aber auch das Ladenschlussgesetz, wo wir keinerlei Änderungen haben möchten. Wie sehen Sie das? Ich sehe das als Familienvater. Ich bin Vater von zwei kleinen Töchtern. Extrem wichtig, dass der Sonntag generell eigentlich arbeitsfrei bleiben sollte. Klar, es gibt Dienste, die müssen auch am Sonntag verrichtet werden, aber Shopping-Events und solche Sachen sehe ich eigentlich nicht vonnöten. Und deswegen sollten die verkaufsoffenen Sonntage nach meiner Meinung limitiert werden und noch weiter limitiert werden, also maximal zwei, wenn es unbedingt sein muss. Und von Ladensöffnungszeiten sehe ich auch so, dass wir die eigentlich nicht ändern sollten, weil wir haben eine gute Regelung und ich glaube auch nicht, dass wir mehr Umsatz generieren werden, wenn wir jetzt noch länger oder den ganzen Tag oder die ganze Nacht die Läden offen halten würden. Das geht nur zu Lasten der Beschäftigten, eben auch zu Lasten der Familien wieder und deswegen weg von irgendwelchen Änderungen und den Sonntag bitte frei halten für die Familie. Sonntag ist uns sehr wichtig als KAB, als CAJ und auch für den Familienbund. Wir setzen uns ein, dass die Ladenöffnungszeiten eben nicht weiter aufgeweicht werden und sind auch für eine Reduzierung der generellen Verkaufs- sondern auf zwei Sonntage. Wie sehen Sie das Thema? Wir haben hier den Kommunen die Wahlfreiheit gelassen. Wir wollten eine Entzerrung, dass im Prinzip die bisherige Regelung der vier verkaufsoffenen Sonntage bleiben kann. Die Kommunen dürfen das auch ein Stück weit mit ihren natürlich Unternehmen, mit den Geschäften vor Ort regeln. Aber wir sind gegen jegliche Ausweitung der Sonntagsarbeit über die jetzige Regelung hinaus. Beim Thema Landtagswahl ist uns ein ganz, ganz wichtiges Thema das Thema Sonntag, arbeitsfreier Sonntag. Also uns geht es, wie gesagt, nicht nur um die verkaufsoffenen Sonntage, sondern uns geht es darum, generell zu überprüfen, müssen bestimmte Arbeiten am Sonntag sein. Wie stehen Sie dazu? Ja, wir haben das auch im Bundeswahlprogramm aufgenommen. Also wir sind auch gegen die Ausweitung des Ladenschlusses, auf jeden Fall. Ich denke, der Einzelhandel und gerade die Verkäuferinnen haben in den letzten Jahren schon genug gelitten. So, also wir haben heute Öffnungszeiten
bis in die Nacht und es reicht eigentlich. Und die Leute müssen ja auch irgendwann mal die Möglichkeit haben, sich zu erholen. Und es kann auch nicht argumentiert werden, dass man das Ganze über 400-Euro-Kräfte irgendwie dann ausgleicht, diese verlängerten Öffnungszeiten. Denn diese 400-Euro-Jobs, die es da jetzt gibt, so, die verdrängen immer mehr wirkliche Arbeitsplätze. Wenn sie heute im Einzelhandel ist, gerade Tarifstreik wieder, die Verdi hat unheimlich Probleme, da überhaupt noch, wir hatten es vorhin, streitfeste Unternehmen zu finden und da auch in die Tarifauseinandersetzung einzutreten. Also diese 400-Euro-Jobs, die haben Jobs gekostet, das muss man ganz einfach mal sagen. Eine Sache beim Thema Sonntag und verkaufsoffene Sonntage ist für uns wichtig. Und zwar haben wir ja derzeit gesetzlich geregelt, dass die Kommunen darüber entscheiden können, im Rahmen dieser in Bayern erlaubten 4 Sonntage verkaufsoffen zu machen. Wir möchten gerne zum einen auf 2 reduzieren, generell. Aber die Frage geht eher dahingehend, also wir hätten gerne als zuständige Behörde den Bezirk, also nicht mehr die Kommunen, weil da entsteht einfach ein Konkurrenzkampf, den wir unterbinden wollen, dadurch, dass die Bezirke darüber entscheiden. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich halte es für eine gute Idee. Also man könnte das auch noch eine Ebene weiter ansetzen, also im Landtag oder im Bundestag, um eben diesen Konkurrenzdruck, wie Sie sagen, zu vermeiden. Das ist ganz klar. Ein weiteres wichtiges Thema für uns ist das Thema Sonntag, freier Sonntag. Also uns geht es nicht nur um die verkaufsoffenen Sonntage, sondern auch um arbeitsfreie Sonntage. Und vor allen Dingen wollen wir keine Veränderung im Ladenschluss, wie momentan in Bayern herrscht. Wie sehen Sie das? Also Ladenschlussgesetz ist für mich ein Thema, wo mir noch nie jemand hat erklären können, ob tatsächlich mehr Umsatz erzielt wird, wenn die Ladenöffnungszeiten erweitert werden. Es mag da Untersuchungen geben, aber die sind offensichtlich noch nie vorgelegt worden. Für mich ist es wichtig, dass der freie Sonntag nicht nur aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Garantie, sondern auch im Hinblick auf das familiäre, kulturelle, auch die religiösen Bedürfnisse Zusammenleben der Menschen, der freie Sonntag bleibt, soweit das möglich ist. Natürlich wissen wir, es gibt Bereiche, da ist Sonntagsarbeit erforderlich. Die Ausnahmeregelung, die zum Teil gerade von den Kommunen über etwas abenteuerliche Begründungen erzielt werden, denke ich, müssen wieder zurückgefahren werden. Es gibt Regelungen, die müssen stringenter eingehalten werden. Und da ist die Überlegung, ob das eben auf landesgesetzgeberischer Ebene oder vielleicht auf der Ebene der bayerischen Bezirke denkbar wäre, zu sagen, dass nicht die Kommunen selber die Ausnahmeregelungen schaffen für die freien Sonntage, sondern dass das auf einer Ebene darüber vielleicht ein wenig weniger subjektiv geregelt werden kann. Thema für uns ist das Thema Sonntag, arbeitsfreier Sonntag, verkaufsoffene Sonntage, die wir auf 2 reduzieren wollen. Wir wollen auch die Genehmigung beim Bezirk haben. Was halten Sie davon? Ich halte das für eine unterstützenswerte Regelung und Vorhaben. Ich bin auch der Meinung, dass der Sonntag ein freier Tag sein sollte. Das steht ja sogar im Arbeitszeitgesetz, ist es auch so verankert. Leider gibt es da eine ganze Menge Öffnungsklauseln dazu, dass es möglich ist, trotzdem am Sonntag zu arbeiten. Es ist in vielen Branchen notwendig. Aus der, wo ich komme, beispielsweise im Gesundheitsbereich, ist es einfach zwingend notwendig. Aber es gibt ganz viele Branchen, wo ich das auch für unnötig halte und vor allem die Frauen auch mit belastet sind, weil gerade verkaufsoffener Sonntag, da haben meistens Einzelhändler große Einkaufszentren offen, die doch zum größten Teil Frauenarbeitsplätze sind und die Doppelbelastung der Familie auch noch mit berücksichtigen müssen. Von daher halte ich eigentlich einen verkaufsoffenen Sonntag, den sollte man so begrenzen, soweit es geht. Ladenschluss. Wir wollen an den bestehenden Ladenschlusszeiten festhalten, also keine weiteren Ausweitungen, weder unter der Woche noch am Samstag. Wie sehen Sie das? Ja, da
Die gleiche Richtung verfolgt auch die SPD. Wir wollen auch an dem jetzigen Ladenschluss festhalten. Weiter Öffnung des Ladenschlusses würde nur die kleinen Einzelhändler, die Einzelhandelsgeschäfte, den kleinen Laden, der vom Besitzer geführt wird. Ich bin selber der Schwiegersohn eines solchen Ladens oder eines solchen Ladenbesitzers, der könnte sich das gar nicht erlauben, dann zusätzlich noch eine Arbeitskraft dazu einzustellen. Und in der Regel sind es dann auch Arbeitskräfte, die im Minijob-Bereich, Niedriglohnbereich angesiedelt sind, und 400-Euro-Kräfte. Da denke ich, ist das bei der jetzigen Regelung, so wie es gemacht wird, sinnvoll. Ein wichtiges Thema für uns bei den Landtagswahlen 2013 ist das Thema Sonntag. Wir sind für den arbeitsfreien Sonntag, das heißt auch verkaufsoffenen Sonntag nach Möglichkeit so gering wie möglich. Wir wollen auch die Ladenschlussöffnungszeiten so lassen, wie sie jetzt sind, und nicht verändern. Wie sehen Sie das? Also generell, der Sonntag selber muss für Konsum nicht verkaufsoffen sein. Für manche Bereiche, gerade eben für Dienstleistungsbereiche, damit meine ich auch Feuerwehr, Polizei etc., Krankenhäuser, Ärzte, brauchen wir nicht drüber reden. Da muss das Angebot da sein. Aber im Konsumbereich brauchen wir das nicht unbedingt. Der Sonntag ist heilig, der Sonntag ist für die Familie da, und jeden Euro, den ich verdiene, kann ich auch nur einmal ausgeben. Und es muss nicht sein, dass ich diesen Euro am Sonntag ausgebe und damit eben Frauen, Männern die Möglichkeit nehme, für ihre Familien da zu sein, sondern den Euro, den kann ich auch von Montag bis Samstag ausgeben. Frau Schöller, vielen Dank für dieses kurze Gespräch. Der arbeitsfreie Sonntag, aber auch verkaufsoffene Sonntage, wie stehen Sie dazu? Ja, also ich finde, diese Frage beinhaltet ja auch eigentlich, wie wollen wir leben? Und diese Frage beantworten die einen mit immer mehr Wachstum, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wir Grüne sind eine Partei, die sich überlegt, was gehört zu einem guten Leben, ein genügsames Leben, eins, wo man eben auskommt. Und da ist der Sonntag oder die Zäsur in dem Alltagstreiben unglaublich wichtig, also zur Regeneration, zum Wieder-zu-sich-Finden. Und wenn es gelingt, also die Gesetze vielleicht auch wieder etwas zurückzunehmen, denn jetzt in Bayern können ja die Kommunen bis zu 4 Sonntage tatsächlich, können sie entscheiden, ob sie also einfach dem Alltag preisgegeben werden. Da wäre ich dafür, dass man das wieder zurückfährt, weil die Kontemplation oder eben das nicht immer im Kommerz denken müssen, ist für mich ganz wichtig, damit die Lebenszufriedenheit steigt oder zumindest erhalten bleibt. Was halten Sie von unserer Forderung, dass eben nicht mehr die Kommune entscheidet über die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage, sondern die Bezirke? Das halte ich für sehr vernünftig, um eben genau diesem Konkurrenzdruck zu entweichen, davon wegzukommen, dass die Städte sich sozusagen gegenseitig ausspielen, wie ihr habt 4, dann wollen wir auch 4 und so weiter. Das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Und ich bin der Meinung, unser Leben, unsere ganze Gesellschaft ist sehr viel auch auf Ehrenamt und so weiter aufgebaut. Wir haben die Vereine, die Musikvereine, die Sportvereine, und die alle leiden drunter, wenn am Sonntag gearbeitet wird, wenn die Eltern am Sonntag weg müssen. Es gibt keine Freiwilligen mehr. Die Fußballvereine können dann ein Lied davon singen, dass die Trainer fehlen im Jugendbereich. Das gilt für den Basketball zum Beispiel ganz genauso. Das ist in der Musik so. Und selbst bis auf Landesliga-Ebene geht es hoch, dass am Sonntag einige Spieler fehlen, weil sie arbeiten müssen. Also man macht das Vereinsleben dadurch eigentlich konsequent kaputt. Das ist ein ganz großes Problem bei uns. Und es zieht die Ehrenamtlichen aus dem Vereinsleben raus. Eine Zusatzfrage, wir sind ja mit dem Thema Sonntag schon lange unterwegs, verkaufsoffene Sonntag, gehört auch der Ladenschluss dazu. Wir sind auf jeden Fall für die Beibehaltung des jetzigen Ladenschlusses, also keine weitere Ausweitungen. Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube, da waren wir schon Zeit an Zeit. Also ich war ja auch schon mal im Deutschen Bundestag 2002, da haben sie mich auch besucht, und also meine Versprechen gelten auch bis heute. Und ich finde auch, man sollte wirklich, wenn dann nur Ausnahmen zulassen, möglicherweise in Gebieten, wo die Nahversorgung sehr schwierig ist, dass man dann also temporär guckt, dass also jeder Arbeitnehmer sich versorgen kann. Aber ansonsten ein genereller Ladenschluss und nicht dieses Laissez-faire. Die Kleinen bleiben dann immer auf der Strecke, die Großen, ja, denen macht es dann
wahrscheinlich mit Billiglöhnen dann kein Problem, bis 20 Uhr geöffnet zu haben oder 22 Uhr. Aber das ist eine ganz ungute Entwicklung, die eben, ich bin immer sehr dafür, dass unsere Gesellschaft zusammenbleibt, sich wiederfindet und nicht auseinanderdriftet. Und deswegen ganz Herr Löschel? Ja, es hat sich gezeigt, dass längere Öffnungszeiten auch überhaupt keinen sozusagen positiven Effekt auf den Umsatz haben. Also jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und da macht es keinen Sinn, dann noch länger am Samstag oder gar am Sonntag aufzumachen. Also ich bin da strikt dagegen. Das wichtigste Thema für uns als KAB und auch für die CJ und die AFA ist das Thema Sonntag, also verkaufsoffene Sonntage, aber auch Ladenschlusszeiten. Wie stehen Sie dazu? Also ich bin mit den bestehenden Ladenschluss- oder Ladenöffnungszeiten einverstanden und vollends zufrieden. Und meine Erfahrungen zeigen mir, dass das auch für andere Menschen sehr wohl gilt. Und ich sehe also keinerlei Veranlassung, dass wir hier initiativ werden sollten und in Bayern etwas ändern müssen. Und von daher kein Änderungsbedarf und ich werde mich auch hier nicht irgendwelchen Strömungen anhängen, die da eventuell wieder auf den Tisch kommen in der nächsten Legislaturperiode. Also man sollte alles so lassen, wie es ist.